Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach wochenlanger Kritik hat Telekom-Chef Sommer die Konsequenzen aus der Führungskrise des Konzerns gezogen und ist zurückgetreten. Sommer kam mit diesem Schritt einer Entscheidung des Aufsichtsrates zuvor, der bis zum Abend in einer Sondersitzung in Bonn über einen Wechsel an der Unternehmensspitze beraten hatte. Dabei verständigte sich das Führungsgremium auf eine Interimslösung. Helmut Sieler, früher Aufsichtsratschef der Telekom, wird für eine Übergangszeit von längstens 6 Monaten neuer Vorstandschef. Sein Stellvertreter soll der Technikvorstand Tänzer werden. Sommers Rücktritt war gerade eine Stunde alt. Da präsentierte der Aufsichtsratsvorsitzende Winkhaus den Nachfolger Professor Helmut Sieler. Er war bis 1992 wie Winkhaus bei Henkel und übernimmt die Telekom für die nächsten 6 Monate. In dieser Situation habe ich mich bereit erklärt, interimistisch den Vorsitz des Vorstandes zu übernehmen. Mein Alter sagt schon, dass das nur eine Interimstätigkeit sein kann. Gerd Tänzer trat heute nicht vor die Kameras. Er vertritt ihn nach dem Willen des Aufsichtsrates. Gestern noch hatte Sommer lanciert, er werde nicht kampflos aufgeben. Deshalb kam sein Rücktritt für alle überraschend. Der Aufsichtsrat tagte schon seit dem Morgen. Es war nur kurz vor 18 Uhr, als von Sommer die unerwartete Erklärung abgab. Unabhängig von dieser Entscheidung und unabhängig davon, wie sie ausfallen wird, habe ich den Aufsichtsrat gebeten, mich von meinen Aufgaben zu entbinden. Ich habe mich nach den heutigen Ereignissen und denen der vergangenen Tage der Realität zu stellen, dass der Aufsichtsrat des Konzerns nicht mehr uneingeschränkt zu mir und der von mir verantworteten Strategie für das Unternehmen steht. Über die Modalitäten seines Abganges kein Wort. Sein Vertrag war erst im Mai bis 2005 verlängert worden. Er hatte eigentlich davon ausgehen können, die volle Unterstützung des Aufsichtsrates für seine Unternehmenspolitik zu genießen. Seine Enttäuschung über die letzten Wochen wurde deutlich, als er hinzufügte: Die öffentliche Diskussion der letzten Woche mit allen ihren Spekulationen, Gerüchten und Dementis hat nicht nur mich sehr betroffen gemacht, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen und bei unseren Kunden und Aktionären, wie auch auf den Kapitalmärkten, für Irritationen und Verunsicherung gesorgt. Die Mitarbeiter der Telekom hatten vor der Türe ihre Sympathie bekundet. Dass viel spekuliert wurde, damit musste der Konzernchef rechnen. Denn die Öffentlichkeit war gerade in den letzten Tagen nur schlecht bis gar nicht informiert worden. Fragen wurden auch heute nach stundenlangem Warten nicht beantwortet. Dafür stellte sich Sommer noch einmal als den zwar glücklosen, aber erfolgreichen Konzernchef ins Rampenlicht. Seine eigene Bilanz fiel sehr positiv aus. Und jetzt zum letzten Stand der Personalentscheidungen bei der Telekom live aus Bonn, Peter Schreiber. Ron Sommer hat das Handtuch geworfen und das, obwohl er gelobt hat, er werde bis zum letzten kämpfen. Offensichtlich hat er heute in einer 7-stündigen Aufsichtsratssitzung hier in der Konzernzentrale in Bonn nicht den Rückhalt gefunden, den er sich erhofft hat. Nun also gibt es eine Doppelspitze für vorübergehend mal 6 Monate. Ihre Hauptaufgabe wird es sein, einen neuen Vorstandschef zu suchen. Ob er von außen kommt oder von innen, ist noch unklar. Bekannt wurde vor einer Stunde auch, dass ein Konsolidierungskurs fortgesetzt werden sollte. Das heißt, man will vor allem die 67 Milliarden Euro, die die Telekom Schulden hat, abbauen. Das heißt, Einsparungen an Personal. Welche Konsequenzen das haben wird, ist heute Abend noch nicht abzusehen. Und damit zurück nach Hamburg. Die Aktien der Telekom reagierten auf die Rücktrittsentscheidung mit einem Kurssprung, gaben später aber wieder nach. In Berlin bewerteten die Bundestagsparteien den Wechsel an der Telekom-Spitze unterschiedlich. Die Opposition hielt an ihrer Kritik fest. Urlaub abgebrochen. Mit dem Flugzeug befindet sich der Finanzminister auf dem Weg aus Frankreich zurück nach Berlin. Dort wird er händeringend erwartet. Nur der Minister selbst will die Telekom-Nachfolge kommentieren. Zu heftig war gerade seine Person in den letzten Tagen und Stunden attackiert worden. 3 Tage lang konnte sich die Bundesregierung nicht wehren, um den Eindruck der Einflussnahme zu vermeiden. In einer Stunde nun will Hans Eichel in Berlin vor die Presse treten. Schneller war die Opposition. Wie schon in den letzten Tagen kritisierte sie die Angelegenheit als Katastrophengeschichte der deutschen Wirtschaft. Der Aufsichtsrat habe sich von der Bundesregierung instrumentalisieren lassen. Dem Unternehmen habe das geschadet. Ein Weltunternehmen wird wirklich kaputt geredet, ist von der Bundesregierung hier
der Aufsichtsrat in einer Art und Weise bedrängt worden. Der Aufsichtsrat hat sich nicht gewehrt. Die Vorstandsentscheidung von Herrn Sommer muss man mit Respekt begleiten. Es ist einfach für ihn in Arbeiten in dieser Situation wohl nicht mehr möglich gewesen. Allerdings wird das ein teurer Schritt für die Aktionäre. Auch die FDP kritisiert die Einflussnahme der Politik auf das Unternehmen. Dies würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig schaden. Wenn in der Welt wahrgenommen wird, wie bei einem der größten Arbeitgeber, bei einem der größten Unternehmen Deutschlands, Parteibuchwirtschaft stattfindet, wie ein Unternehmen, das ja wirklich weltweit agiert, zum Spielball von zwei Wahlkampfzentralen wird, nämlich von der schwarzen und von der roten Wahlkampfzentrale wird, dann ist das sicherlich nichts, was Investitionen und andere Unternehmungen nach Deutschland locken könnte. Die nun gefundene Interimslösung verschafft der Politik in hektischen Wahlkampfzeiten zunächst eine Verschnaufpause. Wie aus dem Finanzministerium zu hören war, begrüßt man die am heutigen Abend gefundene Entscheidung. Der Weg sei nun frei für eine Strategie der langfristigen Entwicklung der Telekom. Die Bundesregierung sieht nach den Worten von Wirtschaftsminister Müller in weiteren Exportsteigerungen den Motor für mehr Wachstum. Um die Arbeitslosigkeit abzubauen, müsse die Wachstumsrate auf jährlich bis zu 2,5% erhöht werden, sagte Müller heute bei der Vorstellung des Wirtschaftsberichts 2002. Bei der Opposition stieß der Bericht auf Kritik. CDU-Chefin Merkel sprach von einer so wörtlich kraftlosen Abschiedsbilanz der Regierung. Im Skandal um hormonbelastete Futtermittel kommen immer mehr möglicherweise illegale Machenschaften an den Tag. Nach Informationen unseres Studios in Brüssel hat die irische Regierung der EU mitgeteilt, zwei Firmen hätten Medikamentenabfall falsch deklariert von Irland nach Belgien gebracht. Dort ist der Abfall dann offenbar zu einem Futtermittelbestandteil weiterverarbeitet worden. In Deutschland haben die Behörden inzwischen intensive Kontrollen auf Hunderten von Höfen aufgenommen. Heute Mittag erhielt Bauer Kleinsmann die schlechte Nachricht, das Veterinäramt sperrt seinen Hof. 25 Tonnen des belgischen Tierfutters hat Kleinsmann noch im Silo. Er ist einer von hunderten betroffener Landwirte. Wir haben ein Problem. Und zwar ein Problem, dass 1300 Lieferungen nach Deutschland gegangen sind mit hormonbelasteten Futtermitteln. Und 668 Lieferungen davon nach Nordrhein-Westfalen. Und das heißt, dass wir eine riesen Betroffenheit haben. Kann man noch Fleisch essen? Die grüne Bundesministerin rät zum Verzicht. Konkrete Laborergebnisse gibt es zwar noch nicht, aber gerade Billigware steht unter Verdacht. Es ist keine Hilfe, wenn die Verbraucher weiterhin genau dieses Bedürfnis bedienen, hier mit billigen und billigsten Futtermitteln, zum Beispiel durch Abfallverwendung, Lebensmittel herzustellen und die Verbraucher das dann auch positiv sanktionieren, indem sie das kaufen. Das belgische Unternehmen Bioland hat offenbar tonnenweise Arzneiabfall ins Tierfutter gemengt, Hormone, die auf den weiblichen Zyklus wirken. Der Ruf nach einer Positivliste von Zusatzstoffen, die allein dem Tierfutter beigemischt werden dürfen, wird immer lauter. In der EU wird darüber nachgedacht. Wir lassen gerade untersuchen, ob das eine Lösung ist. Ist eine Positivliste machbar? Ist sie nötig? Oder können wir das bestehende System so verbessern, dass wir sicherstellen können, dass so ein Zeug nicht mehr ins Futter kommt, so der EU-Verbraucherschutzkommissar. Wie hier im Krefelder Untersuchungsamt werden zurzeit hunderte Futterproben analysiert. Mit umfassenden Ergebnissen wird Anfang nächster Woche gerechnet. Das sogenannte Nahostquartett sucht zur Stunde nach Wegen, um den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zu entschärfen. Spitzenvertreter der UN, der USA und Russlands sowie der EU sind in New York zusammengekommen. Vermutet wird, dass die USA dabei für ihren Plan werben werden, Palästinenserpräsident Arafat teilweise zu entmachten. Belastet werden die Gespräche von einem neuen Anschlag auf Israelis im Westjordanland. Unweit der jüdischen Siedlung Immanuel heute Nachmittag. Es begann mit einem Knall. Zwei bis drei mit israelischen Uniformen verkleidete Attentäter sollen nach Aussagen von Augenzeugen den aus Tel Aviv kommenden gepanzerten Linienbus mit orthodoxen Siedlern durch eine außen gezündete Bombe gestoppt haben. Die Fahrgäste flohen daraufhin panikartig aus dem Bus und damit in ihr Verhängnis. Denn von den Terroristen wurden sie mit Maschinengewehren und Granaten aus nächster Nähe unter Feuer genommen. Die traurige Bilanz bisher, 8 Tote, darunter ein 2-jähriges Baby und 20 Verletzte. Die Polizei macht nun Jagd auf die Attentäter, die zunächst entkommen konnten. Zu dem Anschlag bekannten sich bis jetzt gleich zwei Gruppen, die Al-Aqsa-Brigaden der Fatah-Bewegung von Palästinenserpräsident Yasser Arafat und die radikale Hamas-Organisation.
Unklar ist bis jetzt, wie es überhaupt möglich war, dieses Attentat zu verüben, trotz Ausgangssperre und massiver Armee- und Polizeikontrollen in der gesamten Umgebung. Vieles spricht dafür, dass der Zeitpunkt des Anschlags bewusst gewählt war. Schließlich trifft sich ja heute in New York das Nahostquartett mit arabischen Außenministern. Und sehr wahrscheinlich wollte man dort ein Zeichen setzen mit diesem ersten tödlichen Anschlag gegen israelische Zivilisten seit fast einem Monat. Ein blutiges Zeichen. Die mitten im Westjordanland gelegene orthodoxe Siedlung Emanuel, sie hat übrigens traurige Berühmtheit. Im vergangenen Dezember waren hier bei einem ähnlichen Anschlag auf einen Bus schon einmal 10 Israelis getötet worden. Als Ausweg aus der Regierungskrise in der Türkei haben sich die drei Koalitionsparteien in Ankara auf vorgezogene Neuwahlen Anfang November geeinigt. Eigentlich sollte erst im April 2004 neu gewählt werden. Auch heute sind wieder Abgeordnete aus der Partei des türkischen Ministerpräsidenten Ecevit ausgetreten. Damit hat seine Regierungskoalition die Mehrheit im Parlament verloren. Der französische Zentralbankchef Trichet soll sich nun doch wegen einer Bankenaffäre vor Gericht verantworten. Das entschied ein Untersuchungsrichter in Paris. Trichet soll im Zusammenhang mit möglichen Bilanzmanipulationen bei der Großbank Crédit Lyonnais Anfang der 90er Jahre verhört werden. Er gilt als bislang aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von EZB-Präsident Duisenberg. Die Pforten der französischen Zentralbank blieben heute für Journalisten geschlossen. Zumindest für jene, die sich für Jean-Claude Trichet interessierten. Kein Kommentar, hieß es aus der Bank, nachdem am Morgen bekannt geworden war, dass das Untersuchungsgericht gegen die Empfehlung der Staatsanwaltschaft nun doch bereit ist, ein Verfahren gegen Trichet zu eröffnen. Die Justiz sieht genug Verdachtsmomente dafür, dass er noch als Direktor des staatlichen Schatzamtes in den 90er Jahren gefälschte Bilanzen der staatlichen Crédit Lyonnais veröffentlichte und so für den größten Bankenskandal in der Geschichte des Landes mitverantwortlich ist. Der damals angerichtete Schaden wird auf rund 15 Milliarden Euro geschätzt. Jean-Claude Trichet ist der Favorit der französischen Regierung für die Nachfolge des Chefs der Europäischen Zentralbank, Wim Duisenberg, im Juli nächsten Jahres. Beobachter widersprechen sich, ob mit der Eröffnung des Prozesses eine Kandidatur Trichets unmöglich wird. Weder in Berlin noch in Brüssel oder Paris wollte man heute zur neuen Situation Stellung nehmen. Die Luft für Jean-Claude Trichet wird dünner. Zwar hält die Regierung hier in Paris immer noch an seiner Nominierung für den Posten bei der Europäischen Zentralbank fest. Sollte es im nächsten Jahr aber zu einem Prozess kommen, der Monate oder gar Jahre dauern könnte, dann wäre Trichet kaum noch tragbar. Hinter den Kulissen hat die Suche nach einem Alternativkandidaten längst begonnen. Der Euro hat heute seinen Höhenflug fortgesetzt. Nachdem die Gemeinschaftswährung gestern die Parität zum US-Dollar erreicht hatte, legte sie weiter zu. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs für den Euro am Nachmittag bei 1,0127 Dollar fest, nach 1,0024 Dollar am Vortag. Der Kanzlerkandidat der CDU-CSU Stoiber ist am Morgen zu einer Unterredung mit dem französischen Präsidenten Chirac im Élysée-Palast zusammengetroffen. Zentrales Thema des gut einstündigen Gesprächs war die EU-Agrarpolitik. Im Gegensatz zu Paris dringt die Bundesregierung vor dem Hintergrund der EU-Erweiterung auf eine finanzielle Entlastung bei den Agrarsubventionen. Stoiber sprach sich für eine Belebung der deutsch-französischen Freundschaft aus. Das Treffen mit Chirac war der Höhepunkt von Stoibers zweitägigem Frankreich-Besuch. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat gegen den ehemaligen Chef des insolventen Maschinenbaukonzerns Babcock-Borsig-Lederer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es bestehe der Verdacht der Untreue und Insolvenzverschleppung. Grund für das Verfahren ist eine Anzeige von Aktionärsschützern wegen des Verkaufs der Beteiligung am U-Boot-Bauer HDW. Das Verfahren wird möglicherweise auch auf weitere ehemalige Vorstände ausgeweitet. Der jugendliche Serienstraftäter Mehmet darf nach Deutschland zurückkehren. Das Bundesverwaltungsgericht in Berlin entschied heute, dass der inzwischen 18-Jährige eine Aufenthaltserlaubnis bekommen muss. Das ergebe sich klar aus den Bestimmungen des Ausländerrechts. Mehmet, wie der in Deutschland geborene Türke aus Datenschutzgründen genannt wird, war mit 14 Jahren abgeschoben worden. Der Schutz der Familie, insbesondere der zwischen Eltern und minderjährigen Kindern, gilt auch für in Deutschland geborene Minderjährige ausländischer Herkunft, so das Bundesverwaltungsgericht. Auch eine Serie von Straftaten im strafunmündigen Alter könne eine Ausweisung nicht rechtfertigen.
Vor Gericht war Mehmet heute nicht erschienen. In einer türkischen Zeitung erklärte er, sich bessern zu wollen. Mehmet hier bei einer früheren Verhandlung gilt nach dem heutigen Urteil als Inländer. Der heute 18-Jährige wurde als Sohn türkischer Eltern in Deutschland geboren. Mit 14 erhielt er für seine 62. Straftat die erste Verurteilung. Ein Jahr Jugendstrafe ohne Bewährung wegen Körperverletzung. Auch diese Tat, so das Bundesverwaltungsgericht, rechtfertige keine Abschiebung. Bei Mehmets Anwalt sichtliche Erleichterung. Das ist das, was ich von Anfang an gesagt habe. Man muss einem 14-Jährigen eine Entwicklungsmöglichkeit gewähren und kann nicht so tun, als ob ein 14-Jähriger mit seiner Entwicklung und auch mit seiner Fehlentwicklung abgeschlossen hätte. Enttäuschung dagegen bei der Stadt München.